Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Auch diesmal gibt es zur Vorlesung Römische Rechtsgeschichte noch eine Wiederholungsfrage. Sie haben wieder die Möglichkeit, die Frage entweder auf StudIP sich anzuschauen und Ihre Antworten einzugeben oder auch, wenn Sie nicht an der Uni Trier eingeschrieben sind und der Vorlesung folgen, das über Doodle zu machen. Ich werde den Link zu der Umfrage auf Doodle auch nochmal in die Videobeschreibung einsetzen, sodass Sie nicht unbedingt den QR-Code abfotografieren müssen. Sie sollten aber würdigen, dass dies eine rechtsgeschichtliche Vorlesung mit QR-Codes ist, meines Wissens die erste ihrer Art. Es geht in dieser Wiederholungsfrage darum, dass Sie sich den Text vom Quellenblatt, vom Arbeitsblatt 5 nochmal anschauen, der im Vorlesungsvideo nicht zur Sprache kam. D.16.1.2.1. D. Das steht für die Gästen. Das ist schon mal die erste Information zur Herkunft dieses Textes und Sie werden gleich sehen, die Fragen, die gestellt werden, beziehen sich auf den historischen Kontext, also auf das, was Sie in einer Klausur zuerst schreiben würden und dann auch auf den Inhalt des Textes. Natürlich ist für uns besonders interessant, was uns dieser Text über die römische Verfassung sagt, insofern als es sich um einen Beschluss des römischen Senates handelt. Ich sage noch dazu, weil das dem Text nicht direkt zu entnehmen ist, er ist aus der Kaiserzeit und da hatten sich die Kompetenzen des Senats etwas verändert. Es gab ihn aber noch. Man kann aber auch ein bisschen was daran erklären zur Arbeitsweise und zu den Kompetenzen des Senats zur Zeit der Republik. Und das wird für uns, weil wir ja eine Vorlesungseinheit zur Römischen Republik hatten, im Mittelpunkt stehen. Schauen Sie sich also diesen Text an und schauen Sie sich dann die Aussagen an, die Ihnen gleich präsentiert werden und überlegen Sie sich, was davon zutrifft. Erste Aussage, von der Sie wieder prüfen sollen, ob sie richtig oder falsch ist, wäre: Der Senatsbeschluss diskriminiert Frauen. Zweite Aussage, der Text enthält einen formell unverbindlichen Ratschlag an den römischen Konsul. Da sollten Sie einerseits überlegen, ob das unverbindlich ist, andererseits auch, an wen sich dieser Ratschlag richtet. Nächste Aussage, der Text stammt aus dem Kodex. Auch da wieder überlegen Sie, von dem, was Sie wissen, was Ihnen mitgeteilt wurde, kann das sein. Der Text stammt aus dem Kodex. Nächste Aussage, der Text stammt aus einem Anfängerlehrbuch. Das war so beim Text der letzten Woche. Stimmt das hier auch? Der Senatsbeschluss verhängt den Ausnahmezustand. Denken Sie nochmal an Karl Schmidt, der sagt, wer über den Ausnahmezustand entscheidet, ist souverän. Kann das der Senat? Tut er es hier? Der Text stammt aus dem Edikt des Prätors. Über das Edikt des Prätors wissen wir noch nicht so viel. Wenn Sie sich dazu informieren wollen, könnten Sie das tun in den Videos des Sommersemesters, unter anderem in dem über die Rechtsschichten des römischen Rechts, über Naturrecht und andere Rechtsschichten und in dem Video über den Kampf ums Recht. Sie können aber auch einfach sich anschauen, was Sie der Quelle selbst entnehmen können. Schon damit können Sie diese Frage beantworten. Und schließlich, der Senatsbeschluss ermächtigt den Prätor zu einer Abweichung vom geltenden Recht. Überlegen Sie mal, ob das so zutrifft. Es wäre schön, wenn der ein oder andere sich beteiligt. Besondere Freude würde es mir machen, wenn vielleicht von außerhalb jemand auf Doodle sich an der Umfrage beteiligt. Es wird dann nächste Woche wieder in einem Video aufgelöst. Für heute vielen Dank.